Also Sadhguruji, wir haben auch eine Reihe von A-Media-Fragen, die uns erreicht haben. Wir haben eine Frage von Aaron Hestrong, nur um kurz einen Zusammenhang herzustellen. Wir haben das Video von Sadhguruji gesehen, wie er im Himalaya läuft, Fußball spielt, Cricket spielt. Also in diesem Zusammenhang, wie kann man ständig auf Achse sein? Auf Achse. Du musst nicht ständig auf Achse sein. Wenn es das Leben erfordert, die Leute fragen mich, Sadhguru, wie bist du so aktiv? Weil mein Zeitplan im Allgemeinen irgendwo zwischen 18 und 20 Stunden am Tag liegt, 7 Tage die Woche, 365 Tage nonstop. Seit vielen Jahren läuft es so. Warum? I'm complaining and the guy is clapping about it. Ich beschwere mich und der Typ klatscht. Also fragen die Leute immer wieder, wie hältst du dich nur so? Wie machst du das? Schau, ich bin im Grunde genommen faul. Es ist nur so, dass die Lage in der Welt Handeln erfordert. Auf mich selbst gestellt würde ich die Augen schließen und einfach sitzen. Ich bin so, wenn ich meine Augen schließe, kann ich so sitzen, bis ich tot umfalle. Wirklich. Ich habe wirklich keinen Handlungsbedarf. Ich versuche nicht, mich selbst zu beschäftigen. Es gibt viel zu tun, also tust du's. Die Leute fragen mich, Sadhguru, was ist dein Traum? Was ist dein Traum? Ich sagte, mein Traum ist der Tag, an dem ich arbeitslos bin. Das ist ein großartiger Tag, denn wenn ich arbeitslos bin, heißt das, dass es allen anderen fantastisch geht. Was willst du mehr? Traum erfüllt. Also, Handlung ist nicht etwas, das du entscheidest. Du bestimmst nur die Absicht. Handlung. Die Welt wird entscheiden, wie viel von was. Ich bin, du weißt, auf diesen Wirtschaftsforen und so, ich bin auf diesem Wirtschaftsforum. Dieser Typ von einer der Business Schools in der Harvard Business School, ein Professor, kommt, oh, du bist der erstaunliche Baumpflanzer. Ich sagte, nein, ich bin kein Baumpflanzer. Er sagte, nein, nein, du hast Millionen Bäume gepflanzt. Ja, das habe ich gemacht, aber ich bin kein Baumpflanzer. Er fragte mich, was machst du dann? Ich sagte, ich lasse Menschen erblühen. Ich pflanze keine Bäume, aber ich pflanze Bäume, weil die gottverdammten Bäume dort fehlen, wo sie hätten sein sollen. Wo sie hätten sein sollen, da sind sie nicht. Es ist so, zwei Männer arbeiteten auf der Straße. Ein Mann gräbt Gruben, ein anderer hinter ihm schüttet zu und macht immer weiter. Andere fuhren vorbei und sahen diese lächerliche Arbeit. Ein Typ gräbt die Grube, ein anderer schüttet die Grube zu. Also stoppten sie und sagten, hey, was macht ihr da? Warum arbeitet ihr so? Ein Typ gräbt, ein anderer schüttet zu. Sie sagten, nein, nein, der Typ zwischen uns ist im Urlaub, er ist der Baumpflanzer. Er ist nicht da, wir machen unsere Arbeit. Also viele Menschen machen ihre Arbeit so, ich mache meine Arbeit. Du hast keine Arbeit auf diesem Planeten. Wenn der Planet Arbeit benötigt, wenn die Welt Arbeit benötigt, werden wir sie tun. Warum sollte ich sonst denken, dies ist meine Arbeit? Sadhguru, was ist deine Mission? Ich sagte, keine Mission, ich albere nur ein bisschen herum. Denn du hast kein Recht darauf, eine eigene Mission zu haben. Das Leben hat seine eigene Mission. In gewisser Weise, wenn du dabei helfen und dienen kannst, dann ist es das. Was bedeutet es, wenn du deine eigene Mission hast? Bist du eine Art Tyrann? Alle Missionare sind in gewisser Weise unbewusst Tyrannen, ja? Diejenigen, die glauben, eine Mission zu haben, es gibt keine Mission. Was nötig ist, tust du. Besonders, wenn du an einer Business School studierst und gewisse Fähigkeiten erwirbst, Dinge zu regeln und Dinge zu erschaffen. Du musst erschaffen, was nötig ist, nicht irgendeinen Müll erzeugen und ihn auf andere schieben. Ja? Ja oder nein? Du musst schauen, wie man das Leben besser machen kann, wie man Umstände löst, die für viele Menschen problematisch sind. Du musst nach Lösungen und Lösungen für die bestehenden Umstände suchen und natürlich gibt es Experten, die immer wieder neue Probleme schaffen. Du wirst also nie einen Mangel an Problemen haben, glaube mir. Du musst nur Lösungen finden. Gehe nicht in einen Missionsmodus. Das ist für Mussolini.